Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, vor allen Dingen sehr geehrte Steuerzahler, es geht um Ihr Geld und auch liebe Bürgerinnen und Bürger und Wähler, es geht um Glaubwürdigkeit. Und das haben Sie eben, Frau Heiligsfeld, ganz und gar verwirkt. Der Skandal um Cum-Ex, da hat der Bundeskanzler totale Transparenz zugesagt. Sein Code ist aber 130. Im ersten Gespräch, was Kollege Hauer im Finanzausschuss zitierte, hatte er sich an ein Gespräch erinnert. Dann waren es mindestens drei. Er hat sich die Tagebucheinträge auf meine Frage hin zu eigen gemacht. Da wusste er schon in Teilen, was dort drin stand, meine Damen und Herren. Und null heißt etwas später, weil dann auch noch Wirecard, da hat Ihr Kanzler auch keine gute und der damalige Finanzminister Figur gemacht, dann noch aufkam und tatsächlich die Kanzlerkandidatur gefährdete. Jetzt hat er null Erinnerung. Jeder normale Bürger würde in Beugehaft für so eine Erinnerungslücke kommen. Das ist komplett unglaubwürdig, meine Damen und Herren. Und mittlerweile schreibt dieser Krimi ja schon Bücher. Es gibt darüber entsprechend Dokumentation. Und warum wir hier auch die Aufklärung wollen, das ist ein Grundproblem unserer Demokratie mittlerweile. Denn die Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg, und ich betone, wollte nichts feststellen. Bonn musste ja auch hier an anderen Stellen entsprechend hilfsweise eintreten, meine Damen und Herren. Und klar ist für mich, wenn die Justiz nicht handeln will in Hamburg und es weiter offene Fragen gibt, das haben die Kollegen hier betont, für Fehlverhalten, Erinnerungslücken, die nicht glaubwürdig sind, dann muss eben die Politik handeln, und zwar mit dem schärfsten Schwert. Und das heißt hier an dieser Stelle Untersuchungsausschuss. Und Frau Beck, Sie sitzen mit in Hamburg in der Regierung. Auch da hätte ich mir entsprechend in der Bürgerschaft viel mehr Aufklärungswillen gewünscht. Aus diesem Grund begrüßen wir als AfD-Fraktion die Einsetzung eines zweiten Untersuchungsausschusses. Aber wenn wir mal über Demokratie und Glaubwürdigkeit sprechen, liebe Kollegen der Union, wir hätten uns gestern auch gewünscht, dass Sie den Corona-Untersuchungsausschuss unterstützt hätten. Denn da ist auch etwas faul im Staate Dänemark. Und was ist eigentlich mit Nord Stream, was wir fordern? Da ist auf deutsche Infrastruktur ein Anschlag verübt worden, und Sie rühren keine Hand. Demokratisch wäre gewesen, was Sie hier hochhalten, uns auch dort zu unterstützen, wie wir es natürlich als demokratische Fraktion hier auch tun werden, mit diesem Untersuchungsausschuss. Ja, und ich denke schon, dass wir uns von dem Verhalten, was ich hier heute auch in Teilen von der CDU/CSU hören konnte, abgrenzen wollen. Denn wir wollen tatsächlich, wie der Kollege Görke sagte, Licht ins Dunkel bringen. Es ist nicht unsere Absicht, den Bundeskanzler untragbar zu machen. Wenn er dann aufgrund unserer Tatsachen, die wir ermitteln, das so wäre, dann ist es gut so. Aber dieser zweite Untersuchungsausschuss soll in erster Linie die Wahrheit ans Licht bringen. Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, das Vertrauen in Demokratie und eine funktionierende Justiz, zum Beispiel in Hamburg, zurückgehen. Und wir tun gut daran, wenn wir das verinnerlichen und nicht Hauptaugenmerk darauf liegen, und da sage ich dann auch Gott bewahre, dass die CDU/CSU sicherlich den nächsten Kanzler in Form von Herrn Merz stellen wollen. Das ist nicht unser Ziel. Aufklärung, Transparenz und glaubwürdige Demokratie, das ist unser Ziel, und das werden wir unterstützen.